Das letzte Teil des Roboters ist mein. Ich hoffe, ich muss keine Teile mehr für den Blechmann klauen. Hector wird zufrieden sein und gibt mir endlich meine Belohnung. Den Schlüssel in der Vitrine. Ich hoffe es so sehr. Die ganze Stadt brennt. Was hat Orion nur getan mit dieser Stadt? Es ist schlimmer als vorher. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Das Wetter schlägt. Ein Turm. Besetzt von Soldaten. Voller Hoffnung, Schwester. Knacken wir als erstes mal diese Truhe und schauen, was wir finden. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Auf jeden Fall klappern wir jetzt noch die letzten Wohnungen ab. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Und dann schnappen wir uns Orion. Wir wollen doch auch noch, dass Base so zufrieden ist mit unserer Arbeit. Ich fühle mich nicht besonders. Komm schon. Ein letztes. Tada! Offen. Zwei goldene Flachmänner. Nicht viel Geld wert. Aber ein bisschen hat sich's schon gelohnt. Wie kriege ich das Licht aus? Gar nicht. Diese Wache hier bleibt stehen. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Ich muss abwarten, bis diese Wache vorbeigelaufen ist. Unser Glaube muss stark bleiben. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Ja, ja, ja. Der neue Anfang, der neue Anfang. Verschwinden wir im Lüftungsschacht. Unser Glaube muss stark bleiben. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Gitter vor den Fenstern. Kein Problem, wenn ich den Knopf erwische. Sehr schön. Und der Becher gehört mir. Oh, das könnte ein Problem werden. Zwei Wachen. Wenn ich mich auf eine falle, merkt die andere was. Wie wär's aber, wenn ich den einen abknall? Zack! Überraschung! Gute Nacht! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut. Knacken wir noch das Schloss. Na komm schon. Sehr schön. Die Türschlösser werden auch immer komplizierter, das gibt es doch nicht. Na also, geht doch. Ja, hier scheine ich richtig zu sein. Meine Taschenuhr? Nichts. Ein Brief. Ist aber nicht das, was ich suche. Das, was ich suche, ist sicherlich hier drin. Eine Medaille. Her damit. Für treue Dienste in der Wache. Tja, ohne Leute wie mich würden sie die Wache nicht brauchen. Ein wahres Wort. Gut. Ich muss aufpassen. Gehen wir erstmal in die Dunkelheit. Der wird mich nicht verpfeifen. Ich erkenne diese Stadt nicht wieder. Besser, ich verstecke mich vor dem Pöbel. Sonst zerreißt er mich auch noch in der Luft. Aha. Hier geht's auch entlang. Aber am besten, ich gehe hier raus. Und raus. Alles klar. Hier gibt es noch einen Durchgang. Ich bin auf dem guten Weg zu meinen nächsten Zielen.
So, wo bin ich gelandet? Oh, schau an. Etwas Kleingeld. Und hier? Deaktivieren wir irgendwas, aber was? Ist irgendwo was aufgegangen oder so? Nichts zu sehen. Vielleicht da oben. Aber erstmal muss ich da hochkommen. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, wo ich überhaupt bin. Kriege ich am Ende das Dockfieber? Ja. Oder die Schwermut? Ah. Eine vertraute Gegend. Gehen wir wieder nach unten. Hier unten ist niemand zu sehen. Ah, damals hat sich Orion hier versteckt. Dieser Hund. Eine Wohnung ist direkt über uns. Ja. So müde. Wachen. Aufgepasst. Ha. Schau an. Ein Seilpfeil. Und es ist getan. Mist. Das Seil ist zu kurz. Die Leiter runter. Perfekt. Hopp! Ich weiß, es musste sein, aber ihre Schreie. Sehr schön. Die Schwarzkittel schön. Haben nicht aufgehört. Hier gibt es noch einiges zu holen. Egal, Freund. Bring ihm dieselbe Wertschätzung entgegen. Bei Rocks Zähne. Warum sind die Menschen hier alle so unachtsam und lassen ihr Geld fallen? Hier ist kein Reinkommen. Verdammt nochmal, wie komme ich da hin? Keine Chance. Ich muss einen Weg finden, darüber zu kommen. Na, von oben ist natürlich besser. Besseren Überblick und so. Vielleicht von unten. Wer weiß. Ah, schau an. Aha. So also funktioniert das. Aber jetzt gehen wir erstmal nach unten. Ja. Ja. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Herr mit der Münze. Und her mit dem versilberten Aschenbecher. Bringt viel Geld ein. Und was ist das? Nur ein Bettler, der sich am Feuer wärmt. Okay. Der Baron ist weg. Es war immer ein Northcrest, so weit wie irgendjemand zurückdenken kann. Davon kannst du als alter Mann erzählen, wenn wir es bis dahin schaffen. Okay. Ich bin an der Wohnung. Mal schauen, ob wir finden, was wir suchen. Blut auf dem Boden. Schon wieder. Hier wurde jemand hingerichtet. Oder verletzt. Ein Knopf. Löscht das Licht. Die Tür ist verriegelt worden. Ich muss die Augen offen halten. Egal. Nichts. Das Fass. Wir haben ja schon die Knöpfe gefunden an den unmöglichsten Dingen, aber es ist meistens das Bücherregal. Simsalabim, öffne dich.
Oh. Deswegen das Blut. Hoffentlich kommt das Räucherfleisch nicht von hier. Na lecker. Er hat wohl seine Mahlzeit nicht essen können. Eine Schere. Eine widerliche Vorstellung. Ah, der Füller. Sieh an, Besso kann schreiben. Und ich dachte immer, er kann nur reden. Alles klar. Wir haben Bessos Stück. Seinen Füller. Verschwinden wir wieder. Aus dieser Leichenkammer. Na, na. Ich muss wieder schlafen. Sehr schön. Wo gehe ich nun als nächstes hin? Als erstes muss ich wieder runter. Ja. Der Gestank hier ist widerlich. Es heißt, sie machen aus Menschen Kerzenwachs. Das ist lächerlich. Woraus sollen sie es denn sonst machen? Oh Mann. Okay, schau an. Wir haben hier auch eine Wohnung. Müssen zwar nicht hier rein, aber wir könnten doch mal vorbeischauen, wenn wir schon hier sind. Schauen wir uns doch mal da drinnen um. Na, na komm. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Jeden Abend dasselbe. Er kommt betrunken heim, nimmt mit, was ihm in die Finger kommt und versetzt es, um seine Spielschulden zu bezahlen. Oh, Libby. Libby, wo ist Mutters Ehering? Er wollte ihn letzte Nacht nehmen, als ich schlief. Ich hatte Angst und hab nur so getan. Ich hab ihn versteckt. Als er umkippte, habe ich ihn auf dem Balkon in einem Riss am Kamin versteckt. Hoffentlich fällt ihm nicht ein, dass ich ihn hatte. Oh, Libby! Aha. Ich brauche eine Pause. Balkonriss am Kamin. Muss ich mir merken. Vielleicht finde ich diesen Ring. Ihre Schreie. Die Schwarzkittel haben nicht aufgehört. Deine Leiche wäre ihnen völlig egal, Freund. Bring ihn dieselbe rein. Okay. Ich werde ihr sagen, wir machen's auf meine Art oder auf die des Barons. Überall tote Raben. Kein gutes Zeichen. Okay. Balkon und Kamin. Wo ist hier? Welcher Balkon? Vielleicht schaue ich mal draußen nach. Ein Glück, dass ich hier rein bin. Da ist er ja, der Ring. Danke. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall das, was ich gesucht habe. Gut. Wie sieht's hier aus? Das schnappen wir uns auch noch. Hier runterspringen ist keine gute Idee. Da breche ich mir alle Knochen. Schnell wieder nach oben. Suchen wir einen anderen Weg. Der sieht doch gut aus. Sehr schön. Ha? Dieses Fenster. Wieder ein Gatter davor. Vielleicht komme ich da auch noch rein. Sieht gut aus. Das Schloss kann man knacken. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es mit Fallen bespickt. Ich knack das Schloss erstmal, aber öffne die Tür nicht und schaue mich erst nochmal um. Ich traue diesem Braten noch nicht. Hier wohnt ein Mechaniker, so wie es aussieht. Eine Falle. Noch eine Falle. Die wurde aber nicht aktiviert. Aber die wird ganz sicher aktiviert, wenn ich da drauf gehe. Ah, der Sicherungskasten ist hier. Sehr schön.
Dann kann ich ja hier mich in Ruhe umschauen und keine Angst mehr haben, dass mir hier irgendwas um die Ohren fliegt. Man kann auch mal in Wohnungen reinschauen, die kein Auftrag sind. Und einen wertvollen... Oh, ein Bücherregal. Moment mal. Was war das? Was hat sich jetzt geöffnet? War das für das Fenster? Die Ohrringe. Das war sicherlich für das Fenster, weil jetzt ist das Fenster offen. Interessant. Gut. Wir sind hier fertig. Verschwinden wir. So kommen wir schneller zu Ektor. Weitere Götzen. Wow, 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 wow. Ich muss leise sein. Okay. Sehr schön. So wie es aussieht, müssen wir in Richtung Ektor gehen. Hier sind ja keine Götzen mehr. Gut. Ja, sieht gut aus. In diese Richtung. So wie es aussieht, doch nicht bei uns. Vielleicht dort, wo Baso seine Basis hat? Gehen wir zu Ektor und holen uns unsere Belohnung. Ektor, ich hab das Herz. Bist du jetzt endlich zufrieden und gibst mir den Schlüssel? Schön, euch wiederzusehen. Hier ist das Herz. Das ist er. Der Moment, auf den wir gewartet haben. Jetzt wird mir die Stadt den verdienten Respekt gewähren. Vielen Dank, Meister Dieb. Endlich funktioniert der Automat. Kein Problem. Und? Kriege ich jetzt diesen Schlüssel? Was öffnet er? Das macht mich so neugierig. Wie schaut's aus, Ektor? Wo ist meine Belohnung? Vielen Dank, Meister Dieb. Endlich funktioniert der Automat. Ja, ja, ja. Vielen Dank, Meister Dieb. Endlich funktioniert der Automat. Das ist ein Witz, du Halsabschneider. Ich hab dir alles geholt, was du wolltest. Gib mir jetzt verdammt nochmal den Schlüssel. Verdammt! Dann schauen wir mal später nochmal vorbei. Und da... Okay. Ektor ist glücklich und wir haben nichts dafür bekommen. Ziemlich ärgerlich. Na, so ist es einfach. Einige Kunden zahlen einfach nicht. Jetzt müssen wir noch die andere Wohnung suchen. Die eine Wohnung ist irgendwo hier. Vielleicht schaue ich doch nochmal in Bezos Laden vorbei. So wie es aussieht, führt mich dort mein Weg hin. So, also hier ist sie. Aha. So wie es aussieht, müssen wir durch dieses Fenster. Na dann, schleichen wir uns doch mal rein. Kerzenlicht. Jemand zu Hause? Sicherlich. Erstmal das Kaffeeservice mitnehmen. Und dann schauen wir uns mal um. Bücherregal. Nichts Besonderes. Auf dem Bett niemand. Ein versilberter Füller wandert in unserem Beutel. Löschen wir als erstes die Kerzen.
falls doch noch jemand sich hier hoch verirrt. Noch ein Füller. Und nichts. Was steht hier? Ah, Maxwells Tagebuch. Okay. Hier geht's nach unten. Wieder brennt Licht. Da ist einer. Ist beschäftigt. Hat aber ein dickes Schwert an seinem Hosenbund. Verdammt, kommt er? Nein, der bewegt sich kein Stück. Vielleicht kann ich an ihm vorbeischleichen. Wenn ich das Licht ausschalte, bemerkt er mich eher, als wenn ich versuche, an ihm vorbeizuschleichen. Leise, leise. Sehr gut, wenn er sich umdrehen sollte. Verschwinde ich in dem Schrank. Eine Tür. Dort ist das besagte Stück. Ich muss nur leise sein. Komm schon, komm schon. Nur kein Krach machen. Gut. Sehr schön. Wieder ab ins Dunkle. Ein Keller. Nicht arg groß. Ein Lüftungsschacht und eine Tür. Schauen wir erstmal hier durch. Scheint ein Vorratskeller oder sowas zu sein. Öffnen wir mal die Tür. Niemand zu sehen. Außer Grabsteine. Ein nettes Accessoire. Okay, es ist die Werkstatt. Hier fertigt er seine Grabsteine an. Er ist ein Steinmetz. Und nun ist er ein Götze. Falle. Stopp. Ich sehe die Druckplatte. Ha? Ah, ein Safe. Mist. Ah, schau an. Gleich ins Auge gesprungen. Fallen deaktiviert. Im Regal ist nichts Wertvolles. Außer diese Vasen. Wenn ich sie kaputt mache, hört der oben mich. Deswegen lassen wir das lieber mal. Und gehen einfach nur mal an diese Schublade. Leer. Jetzt brauche ich natürlich die Kombination. War ja klar. Vielleicht stand vorher in diesem Buch etwas. Das sind die des Henkers. Maxwells Tagebuch, da ist es ja. Ah, 677 oder 776 oder so ähnlich. Nehmen wir 776. Und wenn nicht, dann 677. Ha! Oh, schau an! Eine Halskette. Noch ein Notizbuch. Und eine vergoldete Schachfigur. Wie schlecht, Springer. Schachmatt. Alles klar, vielleicht von hier aus kommen wir raus. Komm schon. Ein Weinkeller. Okay.
und ein Schalter. Man betätigt nur das Licht. Das kann doch nicht sein. Irgendwas ist hier faul. Ein Weinkeller und keinen Ausgang. Wie kann das sein? Das ist komisch. Meine Sinne schärfen. Da oben. Was ist denn das? Ein Knopf oder sowas. Mal schauen, ob ich den aktivieren kann. Ist auf dieser Seite auch einer? Tatsächlich. Nichts passiert. Nur Pfeile verschwendet. Aber vielleicht... schau an. Ohne meine Sinne hätte ich das nicht gesehen. Oha. Ein Durchgang. Wo kommt das denn plötzlich her? Der Boden öffnet sich. Und an der Decke erscheint sowas. Ist wohl auch aufgegangen. Ein Seilpfeil ran. Und dann schauen wir mal, was da unten ist. Und abwärts. Wow. Eine Grabkammer. Wahnsinn. Das ist ja ein Jackpot. Junge, Junge. Hier gibt's einiges zu holen. Das freut mich aber. Aha. Stone Market. Das habe ich gesucht. Guter Fund. Das kann ich auch gleich mitnehmen. Sehr schön. Ich glaube, sonst finde ich nichts mehr hier. Einen Ausgang ganz sicher auch nicht. Was dieses Miniatur-Stone-Market hier soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein Easter Egg. Wer weiß. Jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Komm schon! Mist. Ich komme nicht hoch. Ja. Okay. Mit Anlauf. Mist. Komm schon. Bin ich jetzt hier unten gefangen oder was? Schönes Versteck. Ohne meine Sinne hätte ich diesen Raum niemals gefunden. Ich wusste, mit diesem Raum stimmte etwas nicht. Aber das habe ich nicht erwartet. Okay. Jetzt gehen wir mal schauen, was der gute Maxwell macht. Er steht noch immer da. Überlegt, ob er sich den Götzen anschließen soll. Hm? Dummkopf. Ich hab dich soeben beklaut, mein Freund. Und jetzt verschwinde ich wieder. Auf Wiedersehen. Nichts wie raus hier. Mein Zug endet hier. Gut. Auch hier werden wir fertig. Also zurück zur nächsten Wohnung. Ich brauche was zu trinken. Hallo, mein Freund. Ich will mal noch ein bisschen einkaufen. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja. Ich brauche noch ein paar Seilpfeile. Ich habe ganz schön viele verbraucht vorher. Kaufen wir mal gleich nochmal, dass ich 10 Stück parat habe. Sehr schön. Brauche ich auch stumpfe Pfeile, habe ich auch ganz schön viele verbraucht. Kaufe ich 15 Stück. Perfekt. Bleibpfeile. Kaufe ich einen. Und der Rest lassen wir mal. Obwohl Wasserpfeile, wie viel habe ich denn davon noch? Da kaufen wir auch nochmal welche.
Wer weiß, was uns noch erwartet. Immer wieder gerne. Dito. Ah, vielleicht hat Baso noch mal einen Auftrag, wer weiß. Baso, altes Haus. Ich fand den Namen Geneva immer schön und wusste nie, warum. Hast du noch einen Auftrag für mich? Es gibt nichts mehr, Garrett. Die Stadt ist sauber. Noch nicht ganz. Aber wenn ich mit dir fertig bin, ist sie ganz sicher sauber. Gut.